Ja, der Valentinstag steht vor der Tür. Das Fest ist übrigens nach dem heiligen Valentin benannt, der im 3. Jahrhundert Paare nach christlichem Ritus getraut hat. Dafür ist er dann aber ganz unromantisch vom Kaiser hingerichtet worden. Und apropos unromantisch, auch so manches Geschenk kommt beim Partner nicht so gut an. Besonders unbeliebt sind Elektro- und Haushaltsgeräte, aber auch Sexspielzeug. Das wünschen sich die Paare nicht. Und ich höre mich jetzt mal ein bisschen auf den Straßen Wiens um, welche Geschenke denn so gar nicht gut angekommen sind. Ja, der Valentinstag steht vor der Tür. Haben Sie schon ein Geschenk? Tatsächlich habe ich noch nichts. Aber ich bin immer sehr spontan und er kommt jedes Jahr wieder und ich habe immer meine Ideen, selbstverständlich. Nein, nicht jetzt. Nein, habe ich nicht. Leider. Kaufen Sie noch eines? Ich denke auch mal zum Gutschein, ja. Ich bin Single und ich feiere den Valentinstag mit meinen Kindern. Somit brauche ich das nicht. Ich habe keine Freundin und keine Frau. Also bei mir kriegt er einmal einen Duft, mein Mann. Einen Duft. Und nicht für mich, fragen Sie nicht, was ich bekomme. Ich kriege immer Blumen, jedes Jahr. Wir halten das immer ein. Gerade eben dabei, im Geschäft, gerade eine Schuhe gekauft für meine Partnerin. Ah. Ja, und vorher hier, Hörl, ein nettes Outfit für meine liebe Frau. Hast du schon ein Geschenk für deine Liebsten? Nein, nicht wirklich, ich eigentlich. Nein, also ich habe keine Liebsten, also ja. Nein, noch nicht. Was wären Sie bereit, wie viel Geld würden Sie ausgeben für den Valentinstag? Wie viel Geld? Nie so viel. Was ist das ungefähr? Ungefähr 20 Euro. 50 bis 100 Euro, ja, aber mehr nicht. Ehrlicherweise gar nichts. Ich finde, Valentinstag ist unnötig, weil ich kann meinem Partner das ganze Jahr beschenken. Oh, Valentinstag meistens so bis 100 Euro, Größenordnung, 100, 150 Euro, genau. Okay, schwierig. So 20, 30 Euro, also ich bin ziemlich knapp bei Kasse, deswegen wäre es wahrscheinlich nicht so was Teures, aber ich glaube, es kommt halt auch drauf an. So. Also, ja. Das war jetzt so 400 Euro. Sie hat aber auch vor kurzem Geburtstag gehabt, also hat sich das getroffen gut, gell? Ich würde sagen, der Duft hat gekostet 50 Euro und meine Blumen auch 100 Euro. 100 Euro, ja, das lassen wir uns schon, da machen wir uns eine Freude gegenseitig. 50 Euro? Ja, maximal 50 Euro halt. Ist egal, wie viel kosten, das ist eine schöne Blumen. Okay. Was halten Sie davon, den Valentinstag auf einen Freitag zu verlegen? Ist ja gleich vom Wochenende. Ah, tatsächlich gar nicht so schlecht. Von der Idee bin ich noch nie drauf gekommen, war gar kein so schlechter Gedanke. Wunderbar. Ich weiß nicht. Bitte nochmal. Was hältst du davon, den Valentinstag auf einen Freitag zu verlegen? Gar nichts. Weil und da sagt der Campus. Kann man machen, weil da habe ich früher aus von der Arbeit, ja. Nur wäre auch nicht schlecht. Aber wir feiern immer auch unter der Woche. Da wird ein Glas Sekt getrunken dazu und da wissen wir, das ist ein schöner Tag, ein freudiger. Das wäre schon praktischer, weil dann könnte man auch gleichzeitig bei der Geliebten schlafen oder halt bei der Nächtigen und am Dienstag ist das nicht möglich mit Schule am nächsten Tag. Ja, ich würde es machen. Also wäre cool, ja, Freitag, Valentinstag wäre super, ja. Das ist nicht möglich, weil der fällt immer auf den 14. Februar. Ja, der Herr hat es schon ganz richtig erkannt. Der Valentinstag ist natürlich nicht immer am Dienstag. Er ist jedes Jahr am 14. Februar. Und das kann theoretisch jeder Wochentag sein. Und ich sollte jetzt auch dringend noch was besorgen. Sonst hängt bei mir auch der Haussegen schief.